natürlich wichtig ist, bevor man mit dem Sprühvorgang von Placidep anfängt, ist, dass wir Unebenheiten oder vielleicht Verschmutzungen natürlich entfernen. Und Unebenheiten, so wie dies, können wir mit einem feinen Schleifpapier können wir entfernen. Und natürlich dann mit Bremsenreiniger das Ganze entfetten. Und dann können wir den Sprühvorgang schon starten. Das mache ich jetzt soweit fertig und dann geht's los. So, und wenn man dann alles geschliffen und entfettet hat, kann man anfangen mit dem Sprühvorgang. Ich habe die dann so hingestellt, dass ich die von jeder Ecke schön besprühen kann mit Placidep. Und dann fangen wir jetzt an, um das Ganze mit Placidep zu coaten. Dafür nehmen wir uns den Placidep und dann eine Minute gut schütteln und dann in dünne Schichten, sehr wichtig, dünne Schichten, mehrmals auftragen, bis man 3 bis 4 Schichten erreicht hat, und dann soll das Ganze noch 4 Stunden trocknen, bevor man es nutzen kann, und das werde ich jetzt machen. Hallo Leute, wir sind jetzt 5 Stunden weiter und heute Mittag nach die dritte Schicht ist mir aufgefallen, dass die Überfläche vom Placidep sehr uneben war, und ich bin dann auf dem Netz gegangen, habe mir da nachgeschaut, was da los ist, und so wie es aussieht, ist mit diesen kalten Temperaturen, dann vermischen sich die Substanzen vom Placidep nicht richtig in die Sprühdose und dann bekommt man ein sehr unebenes Sprühfeld. Und ja, dann habe ich den Placidep wieder abgenommen von diesen Teilen und bin dann vorgegangen, habe die Sprühdose im warmen Wasser hingelegt, damit die Substanzen sich gut vermischen in die Sprühdose. Und das hat geholfen. Jetzt ist das Sprühbild sehr schön, sehr glatt geworden. Ich habe jetzt die dritte Schicht gerade aufgetragen. Das trocknet schon ein bisschen und man sieht, es sieht sehr glatt aus. Und das ist natürlich, was ich haben möchte. Originalzustand von diesen Teilen. Und kleiner Hinweis, also wenn ihr bei kalten Temperaturen sprüht, ja, Placidep, bitte legt die dann in einem warmen Eimer, warmen Wasser, damit die Substanz von Placidep sich schön vermischen kann in die Sprühdose, und dann bekommt man auch ein schönes Ergebnis. Das dazu, morgen melde ich mich wieder, wenn das Ganze wieder verbaut ist im Auto, und dann gibt es noch ein kleines Endergebnis. Show it off. Bis dann. Ja, hallo Leute, sind jetzt 12 Stunden weiter, sitze wieder im Fahrzeug, kann die Teile wieder verbauen, und wie ihr gesehen habt, habe ich alles wieder erfolgreich zusammengebaut, und jetzt werdet ihr dann noch sehen, wie ich das Ganze wieder zurückbaue im Fahrzeug.
So, alles wieder zusammengebaut. Ich muss nur noch die Batterieklemme anschließen und dann bin ich auch durch. Also hier den Endergebnis und ich finde, das kann sich wieder richtig sehen lassen. Hoffentlich habt ihr was am Video und hat euch diesem Video auch gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben und haut rein in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann.